Also ich bin natürlich doch dabei, zu experimentieren, ja. Also im Sinne von, dass der Ton besser wird. Also ich, da so Filter und VST und ich weiß nicht, was alles. Aber das scheint wohl nicht so einfach zu sein. Das werde ich hinzukriegen. Und vor euch, ja, wird das ein paar Aufnahmen sicherlich noch dauern. Ich probiere zwischendurch immer, aber es ist natürlich eine Frage der Übung und eine Frage des Know-hows eben auch, wie man sowas machen kann. Vor allem der Ventilator halt, der ist das Problem. Und der ist leider nicht immer gleichmäßig. Stark, laut und irgendwie, ne? Und leider ist das auch so, dass der Ventilator genau in einer Frequenz halt seine Töne abgibt, die im Bereich der Schwachfrequenz sind des Menschen. Und wenn ich also jetzt den Filter einfach weg, diesen Ventilator wegfiltere, dann haben wir das Problem, dass wir auch meine Stimme ein bisschen verändern dabei. So, ich habe hier eine ganz tolle Geschichte. Ich bin etwas, na, irritiert, will ich nicht sagen, aber denke mal, wir gehen hier runter. Nee, finde ich eine ganz tolle Sache, was wir jetzt gefunden haben hier. Habe ich irgendwas zu packen? Ich bin immer noch great. Wir haben. Ah, was habe ich? Ich hatte das mit dem Creative Play eingestellt, weil wir ja geflogen sind. Und ich wollte ja eigentlich eine gute Gegend für uns gesucht haben, aber das Dumme ist natürlich, leider habe ich da bis jetzt noch nichts gefunden, was wirklich gut ist. Ich glaube nicht, dass ich das Skystone hier so aufgebaut habe mit dem. Dann werde ich wohl unsere teure Eisenspitze verwenden müssen. Aber das ist natürlich super wichtig, was wir hier gefunden haben. Das ist ja so ein Meteorit, der von Applied Logistics 2 ist, also von der ME-Geschichte und Voraussetzung für, dass man also ME-System haben kann, ist, dass man diese Druckplatten, die da drin sind, hat. Da braucht man dann 4 Stück von. Irgendwie Calculation, irgendwie Logic, irgendwie Engineering und irgendwie Silikon, ne, sowas. Und ja, jedenfalls findet man die halt in diesen Meteoriten, und das habe ich gerade durch Zufall während des Hinfliegens mit einem halben Auge so unter Wasser dieses Ding hier gesehen. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir da was hinkriegen. Naja, also werden wir sicherlich, da vielleicht immer noch 2 oder 3 oder so. Ne, 3 habe ich noch nirgendwo gefunden, immer nur 2. Aber wir müssen dann eben noch ein paar mehr von diesen Meteoriten finden unterwegs, sodass wir dann eben die 4 auch haben, ne? Also wichtigste ist natürlich Silikon. Ach, guck mal da. Flugsblock, sehr schön. Das ist die Kiste. Oh, hier haben wir 2. Engineering und Calculation. Na gut. So. Das heißt also, damit können wir noch nicht wirklich viel anfangen, weil uns fehlt die Silikonpresse natürlich noch. Die brauchen wir auch, um überhaupt was machen zu können. Aber guck mal hier, jetzt haben wir jetzt mal hier ganz, ganz tolle. Also die Spiele, geht das damit auch? Damit geht das auch. Ne? Jo, das geht. Dann kann ich die Steinspitzhacke dafür verwenden. Hat doch was. So. Na, perfekt. Also, wir werden davon noch mehr von diesen Meteoriten natürlich irgendwann finden. Und das ist aber jetzt schon mal hier eine super, super Geschichte. Das brauchen wir für Kabel und das brauchen wir für das hier, wie heißt das Ding, also Controller und so, ne? Das brauchen wir für die ganzen ja, Maschinengeschichten und sonst wo irgendwie. Und das ist nur ein nettes Gimmick hier, eine schöne Kiste und so. Die können wir natürlich auch Logo gebrauchen. Ja, na gut, dann werden wir jetzt mal weiterfliegen. Ich komme hier nicht raus. Jetzt haben wir Mist gemacht. Wir kommen hier nicht raus. Wie viel habe ich von dort? 4 Dirt. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. Ja,
Ja, hey, das hat ja geklappt. Super. Okay, nee, dann müssen wir jetzt aber trotzdem weiter suchen, weil wir ja bis jetzt da noch nicht, wie gesagt, so erfolgreich waren, im Sinne, dass wir eine nette Location gefunden haben. Und mit dem ME-System, das ist natürlich so, was man hier unten drunter. Das ist auch was. Na gut, ja. Go, go. Ja, wir können ja noch ein bisschen Boot fahren. Erst habe ich eins bei und zweitens sehe ich da, dass wir hier im Wasser sind und drin kommen damit schneller in Gegenden, wo wir vorher noch nicht waren. Machen wir mal einfach. Also ich hoffe, wie gesagt, den Ventilator, den hören wir nicht zu stark. Und ich hoffe auch, dass wir nicht da ist klar. Dass meine Stimme nicht zu stark verzerrt oder verändert ist. Super ist das denn? Dann müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber das hat also den Vorteil, dass da eine Kiste ist. Vor allen Dingen, dann werden wir nach Hause fahren, wir werden nee, das machen wir jetzt hier nicht. Das ist ja dem, also davon gibt es genug. Also ist nicht so, dass das die einzige ist. Das können wir da lassen. Ja, ne, vorsichtig machen wir alles ab, nicht, dass das irgendwie wegschwimmt und wieder hinterherlaufen müssen. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob wir hier an die Kiste drankommen. Ja, sieht gut aus. Ja, also das Obsidian könnte ich jetzt abbauen und dann mitnehmen. Für Netherportal. Aber guck mal, hier haben wir schon mal drei. Okay, dann nehmen wir hier das Zeug mal Eisen, Nuggets, die können natürlich auch gebrauchen und dann das Flugzeug nehmen wir mit. Das brauchen wir jetzt nicht und das brauchen wir erst recht nicht. Na gut. Okay. Nee, also das wäre alles ganz nice, aber. Wir können das Ganze natürlich auch mit Lava selber gießen. Also da müssen wir natürlich entsprechend viel haben, aber ne, so, das ist so einfacher. Ne? Das kann man ja mal machen. So, na gut, dann haben wir schon mal relativ erfolgreich hier was gemacht. Jetzt gehen wir noch mal gucken. Wo gehen wir denn weiter? Ah, da ist auch noch so eine. Das ist da oben, ne? Das wird zu hoch. Das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Da gibt es auch dieses Sky-Slime-Zeug. Und was natürlich auch gut ist, das werden wir vielleicht auch mitnehmen hier, sind diese Dinger hier. Der Steinspitzer-Geo, das geht sogar. Das machen wir nämlich dann. Das ist nämlich ein sehr cooles Zeug, das ist so wie Lava, nur dann eben aber nicht flüssig. Damit kannst du also auch was machen gegen Mobs und so. Ne? Das ist schon sehr sinnvoll. Mob einbauen oder sowas. Gucken. Solange wir noch kein Dings haben, hier so ein Mob-Crusher und sowas. Dann nehmen wir die mal erstmal mit. Ja, und dann sollen wir auch ein bisschen von dem Netherrack. Guck mal, da ist noch mehr. Da habe ich aber nur einen. Warte, wir machen mal hier. Hier kommen wir, oder? Nicht das jetzt? Na, das ist ein bisschen gefährlich, da reinzuhüpfen. Könnte jetzt eines der Lava oder so alles, aber okay. Wir werden jetzt mal hier so ein bisschen was abbauen von dem nächsten Rack. Ja, wie geil ist das? Dann können wir das nämlich auch verwenden, weil wir da bestimmte Sachen mitmachen müssen. Genau. Und wenn wir diesen, wie heißt das Ding noch haben wollen, dieser von Industrial Foregrowing, dieses Teil, da brauchen wir ganz viel hiervon. Ja, ganz viel nicht, aber auf jeden Fall. Das eine oder andere. Wenn wir das hier schon mal so quasi gratis geliefert bekommen, dann gehen wir auch jetzt gleich nach Hause. Ja, genau. Und jetzt kommt Lava. Nee, sonst. Und dann gehen wir nach Hause und liefern die Lava ab. Die kommt nämlich dann in die Tinkers. Und ja, genau. Und dann können wir da
nochmal hier hin und wieder zurückkommen. Was ist ja eh jetzt Nacht, und da können wir sowieso nicht viel rumlaufen. Ja, ne? Ah, schade. Boah, wie tief ist das denn? Na, werden wir nicht hinkriegen, werden wir nicht hinkriegen. Ja, genau. Dann sterben wir jetzt eine Runde und oder so ähnlich. Na, mal gucken, wir gehen nicht wieder raus. Na, ist er noch? Ist er nicht mehr. Aber komme ich auch nicht so einfach weg. Na doch, das geht. Na gut. Ne, also das wäre alles ganz gut. Wir kommen also hier wieder zurück. Ich war mein Waypoint hier. So, dann gehen wir mal zurück und machen wir dann jetzt mal hier. Dahin gehen wir jetzt, genau. So, das haben wir hier erstmal. Wenn wir unsere Kisten hier füllen mit tollen Geschichten, nämlich mit dem, das ist mehr Baumaterial. Das ist wichtig. Und dann hier diese Sachen natürlich. Das hier, das ist alles super, super wichtig. Ja. Das machen wir an die andere Kiste rein, den Rohstoffen. Das Feuerzeug tun wir da rein. Ja, so, also schon mal. So, das kommt jetzt mal hier ein höher. Und das auch mal. Das kommt dann demnächst alles ins ME-System. Hoffe ich, wenn wir mal irgendwann eins haben. Haben wir leider noch nicht. Das ist sehr, sehr. Aber wir werden da noch ein bisschen für brauchen. Wir brauchen dazu nämlich noch die anderen Inscriber. Die haben wir noch nicht. So, wollen wir die jetzt hier reintun? Dann tue ich das Gold auch damit. Das sind die goldenen. Der kommt dann auch gut zu uns in das Rohstofflager. So, ja gut, und die Kiste? Die Kiste, die bauen wir jetzt mal einfach irgendwo hin. Also einfach so können. Hier können wir die mal bauen. So besondere Sachen, wer weiß, habe ich morgen immer noch nichts. Ne? Oder sag mal, wir wollten eine Dia-Spitzhacke machen. Das sollten wir uns vielleicht. Ja, eine Dia-Spitzhacke? Also, wir müssten irgendwie schon auch mehr über Zaubertisch nachdenken. Obwohl, wenn wir natürlich das Tinkers hätten, Tinkers Konzept, dann brauchen wir ein bisschen Zauber. Wir lassen das nochmal. Wir lassen das mal, wie es ist. Und machen es mal einfach so weiter. Genau. Jetzt gehen wir jetzt eine Runde schlafen. Was? You can only sleep, was? Achso. Na gut. Und dann gehen wir wieder zurück auf diese Portal. Da gehen wir jetzt mal weiter. Da haben wir nämlich jetzt erstmal nochmal hier unseren Eimer mit der Lava, was jetzt sehr wichtig ist, dass wir die haben. Schauen wir mal, ob hier noch mehr Lava ist. Na, das ist so wirklich. Das ist doch schon mal cool, wenn da keine Lava ist, dann können wir hier das erstmal abbauen. Oder nicht alles, aber auf jeden Fall eine Menge. Weil wie gesagt, sonst müssten wir die Nesa extra und dort das Nesa-Rack holen. Das kriegen wir jetzt hier quasi umsonst geliefert. Und das sind auch nochmal diese tollen Dinger. Ach, schade. Mist. Na gut, okay, können wir ja nicht ändern. Naja, wie auch immer. Wir hauen jetzt hier ab, machen weiter mit unserer Suche nach einem schönen Standort. Wollen nach einem Standort vielleicht mit so einer Eisen. Option, dass wir da so Eisen finden und Osmium, da gibt es solche Wege, solche Gebirge, in denen das ganz viel vorkommt. Ich glaube, wir sollten mal irgendwie, bevor es ganz schlecht kommt, ein paar Cobblestones abbauen. Denn jetzt müssen wir nach Hause und extra eine Cobblestone bauen. Dahin ist aber schon Stein, das wäre schon mal gut. Mindestens drei. Mindestens drei müssen wir noch schaffen. Eins, zwei, ist mir auch egal, wie es runterfallen muss. Wir hauen jetzt sowieso hier wieder ab. Weil wir wollen ja eigentlich gar nichts groß hier. Und wir wirklich nur die. Da ist ja noch Kohle, guck mal. Die nehmen wir natürlich. Ist ja wohl klar. Dann müssen wir erstmal hier. Komm mal hin.
Auch noch mehr. Ah, das war eine coole Stelle. Also so hätte ich es gerne mit dem Eisen mal. Das wird ein bisschen noch mehr haben. Da müssen wir uns natürlich irgendwann mal auch auf Diasuche begeben, was auch noch ein wichtiges Anliegen wäre. Haben wir leider noch nicht. Gehen wir erstmal hier, gehen wir mal in die Richtung. Ist ja auch egal, welche Richtung wir gehen eigentlich. Okay, ja, also auf die Art und Weise haben wir jetzt schon ein bisschen tolle Sachen gefunden, vor allen Dingen wichtig für das ME-System. Und naja, also wenn wir das Spiel hier noch weiter gemeinsam machen, verfolgen wollen, wäre es nicht falsch, wenn ihr den Kanal abonniert. Gerne auch das Video liken. Wo ich denn hier komme, so. Gerne auch Kommentare schreiben, ne? Also vor allen Dingen so eine Info, wo ihr denn so kommt. Das ist auch wieder cool. Ne? Damit ich mich da so ein bisschen nach orientieren kann, falls ich mal so diese Deutschland-Tournee dann mache. Das ist auch wieder mehr. Na, okay. Also, dass man da sich wirklich auch mal treffen kann. Hier ist noch mehr Kohle. Hey, haben wir mal richtig Glück hier. Aber irgendwann ist die Spitzhacke vielleicht durch. Da haben wir Pech. Wir müssen eine neue bauen. Jetzt ist sie durch. Na gut. Machen wir mal eine neue bauen. Das kriegen wir jetzt ja hin. Weil wir die, extra die drei Cobblestones haben. Go, go. Ist ja nur eine von den Spitzhacken, aber reicht. So, das tun wir mal aus dem Ding. Nee, das tun wir nicht. Nein. Hier hin. Go, go. Das tun wir hier weg, wo ich selber. Das auch. Und dann kann es weitergehen. Da gehen wir mal ein bisschen abbauen hier. Die Kohle mitnehmen und dann suchen wir weiter. Ja, wie gesagt, also das wäre ganz nice, wenn ihr da so solche auch Kommentare dann hinterlassen würdet. Ob euch es gefällt, ob wir was besser machen müssen, ob ihr Tipps habt und andere Ideen und was war. Also, da ne, gibt so viele Möglichkeiten. Aber hier unten, das sieht so ein bisschen hafenmäßig aus. Auch schon, ob das eine nette Gegend ist da. Ja. Wenn sich die Karte dann mal entwickeln würde, dann können wir es auch genauer beurteilen. Komm her. Ja, nee, nicht ganz so. Es ist mir zu offen. Also als Hafen ist das dann zu offen. Ist zwar aber zu offen. Wir können auch mal gucken, hier, ob da was Interessantes ist. Vor allen Dingen vielleicht irgendwie Tintenfisch oder so wegen schwarzer Farbe. Aber nee, haben wir erstmal keinen Tintenfisch. Da hinten auch schon mehr Bienen. Also Bienen gibt es offenbar schon, die eine oder andere. Und das ist ja dann auch okay. Guck mal, hier muss ich tun. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das glaube ich, brauchen wir auch für irgendwas. Das nehme ich jetzt auch mal einfach hier mit. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen, aber ich meine, es wäre so, dass wir das schon mal brauchen. So, gehen wir mal weiter. Das ist ja noch mehr. Komm, wir nehmen das. Bitumen. Ja, dann gehen wir mal weiter hier einfach. Und wir sehen uns beim nächsten Video, also beim nächsten, bei der nächsten Folge, denn ich wollte jetzt hier wieder einen Cut machen. Und haltet die Ohren steif, wir sehen uns. Ja, bis dann erstmal.